Deutsche Welle. Kalenderblatt. 1. November 1957. Mord im Rotlichtmilieu. Der Fall Rosemarie Nitribitt. Konrad Adenauer gewinnt mit dem Slogan »Keine Experimente« mit großem Erfolg die Bundestagswahl. Ludwig Erhard gibt die Parole aus »Wohlstand für alle«. Die Bürger richten ihre Wohnzimmer mit Nierentischchen und den ersten Fernsehern ein. Da erschüttert ein Kriminalfall die Republik. Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango. Tatort, die Stiftstraße 36 in Frankfurt am Main. Am Hinterkopf der Frau klafft eine 3 cm lange Wunde, der Hals trägt Würgemale. Am 1. November 1957 findet die Polizei die 24-jährige Prostituierte Rosemarie Nitribitt, ermordet in ihrer Luxuswohnung. Sie geht als erstes verruchtes Symbol des Wirtschaftswunders in die Geschichte ein. Und die prüde Adenauer-Ära hat ihren Gesellschaftsskandal. Der damals ermittelnde Kriminalkommissar Albert Kalk meinte einmal rückblickend: Was den Fall Nitribitt so interessant machte, war die Tatsache, dass sie als eine der ersten, wenn nicht überhaupt als erste, mit dem Auto auf Kundenfang ging. Und der Fall Nitribitt hätte ja nie solches Aufsehen erregt, wenn die Mädchen nicht so versessen drauf gewesen wären, und um ihre Auflage zu steigern. In seiner Zeit konnte man, wo immer man sagt, ich komme aus Frankfurt, nach Goethe hat keiner gefragt. Viele wussten gar nicht, dass Goethe da geboren wurde. Aber den Fall Nitribitt, der hat Frankfurt wenn auch negativ bekannt gemacht. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, konnte wohl noch nicht einmal richtig schreiben, verfügte aber über einen ausgesprochen guten Geschäftssinn. Stadtbekannt war ihr schwarzer Mercedes 190 SL mit roten Ledersitzen, aus dem sie sich ihre Freier von der Straße wegangelte. Das hatte was, eine Nutte mit Mercedes, dem Statussymbol der jungen Republik. Im Telefonbuch stand sie als Mannequin, ihre Arbeitsnamen Rebecca oder Gräfin Maritza. Was die Nation erregte, war weniger der Mord. Nein, dass man mit unsittlichem Lebenswandel so reich werden konnte. Geschätztes Jahreseinkommen 100.000 Mark, das erhitzte die Gemüter. Und dann war da ihr Notizbuch. War es ihr Haushaltsbuch oder ihre Kundenkartei? Die Fantasien gehen durch. Gehörten prominente Wirtschaftsbosse und Politiker zu ihren Stammkunden? Hatte das deutsche Wirtschaftswunder etwa persönlich in ihrem Bett gelegen? Und hatten große Tiere sie umbringen lassen, weil sie zu viel wusste? Immerhin, auf ihrem Nachttisch stand ein Foto von Harald von Bohlen und Halbach, einem Spross aus der Krupp-Familie. Der Krimi aus der Wirtschaftswunderzeit schreibt jedenfalls auch Leinwandgeschichte. Rolf Thieles Verfilmung von Erich Kubis Roman »Das Mädchen Rosemarie«, eine komplett erfundene Story, trifft die Spitzen der Republik wegen seiner Gesellschaftskritik bis ins Mark. Als der Film zu den Festspielen nach Venedig eingeladen wird, appelliert das Auswärtige Amt gar an die Biennale-Leitung, ihn wieder abzusetzen. Man befürchtet, er könne dem Ansehen des Landes schaden. Im anderen Teil Deutschlands wird der Fall hämisch als Beispiel für die Amoralität des kapitalistischen Westens kommentiert. Das Bauernecho schreibt: Der Film wurde nach dem Schicksal der käuflichen Dirne Nitribitt gedreht, die mit den höchsten Kreisen aus Industrie und Bundesregierung ins Bett ging, zu viel wusste und deshalb ermordet wurde. Diese Tatsachen sind wahr und deshalb auch die Angst des allerchristlichen Kanzlers Adenauer vor der Aufführung des Films. Täter und Motiv in diesem legendären Fall sind bis heute Spekulation geblieben. Auf dem Grabstein der Nitribitt in Düsseldorf steht: Nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein im Leben. Motto einer Generation, die den Krieg erfolgreich verdrängte.